Jetzt war so klar, ne? So, Moment. Okay. Wunderbar. Ui, da oben ist ja auch ein Band. Das habe ich so nicht gesehen. Hier, hier. Oh, fuck you. Ich schätze mal nicht, dass ich durch die Laserschranken reisen kann. Ah, aber. Ach du Heilige. Okay, wie soll ich das? Da du. Okay, wir machen. Mein Gott! Jungs! Erstmal die Ärsche hier kaputt. Oh mein Gott, ist das klein. Ich bin so ein bisschen an Oddworld gerade. So vom Perspektivenwechsel her, leckt mich. Okay. So, gehen wir erstmal hier runter. Gut, auf dem Boden darf ich stehen. Hauptsache, ich muss nichts sehen! Hilfe! Okay. Wie soll ich denn? Hat leider nicht funktioniert, schade. Okay, gut. Ich will das haben. Ich will das haben. So, dann landen wir da drauf. Ich meine, wenn ich dann zum zweiten Mal getroffen werde, ist sie halb so wild. Ja! Sehr gut. Ach du Scheiß, okay. Ja, hab schon verstanden, wie das funktioniert. Das war ja eigentlich auch so nicht geplant. Nein! Nein! Ich krieg das gerade noch nicht so ganz hin, wie ich das machen muss. So, meine Güte. Das war jetzt aber auch hier wieder eine Glanzleistung von mir. So, okay. Boah, wie stark die Schwerkraft hier doch wirkt. Na komm. Was? Warum? Okay, nicht ganz so weit. Ja, ich habe keine Erklärung dafür, warum er mich gerade getroffen haben könnte. Okay, zack. Piu. Okay, ich hoffe, dass ich dann von hier aus einfach durcheiern kann. Piu. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ach, das ist auch nur ein Laser. Gott sei Dank habe ich es getroffen. Alter Vater, okay. Nimm mal den. Das war das Testprogramm oder was? Lächerlich. Ah, guck mal. Plaums. Ja, kommt ruhig her, ihr Schweine. Durchmetzeln. Wow, was soll das denn jetzt? Komm, Platz auf! Danke! So, also die Schildchen zumindest schon mal weg. Läuft. Ich finde so die, die Wolken, wie die sterben, die sehen so ein bisschen nach Cell-Shading aus, ne? Ich hatte mein Ding voll. Deswegen war ich so cool. Ich dachte schon. Ja, ich will aber noch nicht eigentlich. Ja, komm, schaffst du, danke. Testprogramm, ich habe ja. Ups, Entschuldigung. Burn, motherfucker! Ach, das sind hier die Insektensoldaten. Oh, jetzt bin ich auch wieder eine coole Sau. Aber nur sehr kurz. Aber ist ja nicht so schlimm. Ah, du Arsch. Ich dachte, ich krieg's direkt nochmal ein zweites Mal voll. Ja. So, immer noch ein bisschen was von der Karte erkunden. Natürlich ist da nichts, aber vielleicht könnte man so den hier so machen. Ja, komm. Ja, ich wollte gerade sagen, den wollte ich da nicht festhalten. So richtig, ne? Das Einzige, was mir jetzt einfiel, ob da vielleicht hier unten irgendwo sich was versteckt. Naja, offensichtlich nicht. Piu, piu.
Dann kletter ich von mir aus von alleine. Beziehungsweise manuell. Aber ich will doch mal so eine Spinne haben. Die hat Bock gemacht. Oh, keine Fliege gehe ich nass. Fliege gehe ich nass finde ich doof. Oh, willst du mal bitte sterben? Danke. Hat ja überhaupt nicht 10 Jahre gedauert, ne? Du machst keinen vorher, ja, genau. Haha. Ja, ich bin halt einfach eine richtig geile Sau. Das ist das Problem. Biatch. Wie viel kommt denn hier noch? Wie viele Tests kann man? Ah, okay, aber das sind jetzt schon die aktuellsten Gegner. Ja, die Spinne kommt wieder! Ui! Alles cool. Wow, 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 wow. Was war das denn für ein Laser? Die Spinne ist kaputt! Der Rest auch! Ach, noch einer, guck mal. Oh, jetzt bin ich hier. Badass Motherfucker. Das ist so geil, das macht echt Spaß. Einfach nur so unkompliziert durch die Gegend metzeln. Ich weiß jetzt nicht, wie das von den Kritikern aufgenommen wurde, das Spiel. Ich find's ganz geil. But Xi Wang Mu, Queen Mother of the West. Repeated attempts bore no fruit. God men have ordered your execution. But you will pay for the death of my students. Ach, guck mal. Ein bisschen was kann ich so schon mal treffen. Ja, genau. Der offene Kampf. Ja, das interessiert mich ja nicht. Also wie viel Energie ich verloren habe schon, ne? Das finde ich jetzt eigentlich nicht so cool. Ah, guck mal, was die kann. Das ist wahrscheinlich dieser Pantherlauf. Also sah es für mich zumindest sehr stark danach aus. Oh, nicht schon wieder. Ach, cool. So funktioniert das also. Also soll das wahrscheinlich funktionieren. Ja, ich glaube, ich schaffe das aber nicht. Jetzt hat sie ihre lilane Waffe. Ja, spring! Danke! Nein, nicht der Panther. Nicht der Panther. Der Panther ist doof. Oh, das ist aber auch doof. Man, jetzt ist nicht mehr so viel Energie, aber ich habe noch viel weniger Energie. Das ist das Problem. Ich es gerade so sehe. Ich möchte nicht sterben. Oh nein, da kommen ein paar Kugeln auf mich zu, die ich nicht mag. Ich bin tot. Ha! Leck mich am Arsch. Ah! Schade, ey. Lief gar nicht mal so schlecht fürs erste Mal. Oder ich versuche die trotzdem einfach mit meinen Kunais kaputt zu machen. Irgendwie. War es jetzt die letzte Phase, oder was? Jo, alles klar. Xi Wang Mu! Aber wie ist der Speicherpunkt relativ fair angesetzt? Ja, okay, so viel zieht das jetzt eigentlich nicht ab. Oh, jetzt macht die direkt den Kackpanzer hier. Jungs, ja, komm, mach dreimal, ist okay. Also auf jeden Fall eine Mischung aus allen dreien. Plus ein bisschen extra. Aber gehören die Frauen dann alle mir? Ja, ist okay. Hier wieder schön an der Wand, würde ich sagen. Gut, man sollte vielleicht noch treffen. Oh, ey, wie viel die Kugeln abziehen, ne? Das ist echt nicht schön. Komm, lass dich töten, Frau. Und schon wieder macht's es. Blöde Funzel. Ich habe keine Energie mehr. Verflucht.
Nicht runterfallen. Bist du des Wahnsinns? Okay. Ah, nicht auf den Boden gehen. Tut sonst weh. Ich brauche ein längeres Schwert. Oh, 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 jetzt habe ich ein Problem. Scheiße. Scheiße. Alter, zieht euch das mal rein, wie viel Energie ich jetzt abgezogen habe. Es reicht doch, Frau. Alter, danke schön. Was hast du jetzt drauf? Grün oder was? Ja? Ist okay. Die kann es aber auch nicht sein lassen, ne? Bitte stirb, stirb! Ja! Yay! Du musst Cheng Long besiegen! Mortal Kombat! Ah, wunderbar. Option B, vielbeiniger Robopanzer. Option B, zerfetzt Feinde. Mit jedem feindlichen Treffer verursacht Option B mehr Schaden. Ideal für Feinde am Boden. Option B ermöglicht Pantherläufe, mit denen du dich über große Entfernungen teleportieren kannst. Elders und Fierk zum Aktivieren. Aha. Aha. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Hui! Also wie ich... Achso, wahrscheinlich an bestimmten Stationen kann ich das wahrscheinlich machen, ne? Ja, hier zum Beispiel. Ja, okay, da komme ich auch nicht rum. Ah, coole Sau ist das schon, ne? Oh, da kannst du den Schaden erhöhen, wenn du dich in der Nähe von Feinden befindest. Ich weiß aber nicht, was jetzt welche Option ist, um ehrlich zu sein. Ah, ist ja auch nicht schlimm. Wunderbar, wunderbar. Ja. Na komm, laden wir uns mal kurz auf. Der Bosskampf gerade war ich auch wieder ziemlich cool. Ja, und nu? Was macht ihr jetzt? Hat offensichtlich irgendjemanden getroffen, weil ich hatte da auf einmal in meinem kleinen Kreisel ein bisschen Energie. Doch, bitteschön! Hauen sie kaputt! Ich mag den. Und zwar sehr. Aha. Mhm. Ach so. Nee, ich komm da jetzt nicht. Ich will da aber hin. Was soll das denn? Ich dachte, da geht der Laser aus. Nicht hier. Ach du Scheiße, okay. Komm, zerstört es! Bums. Und Kapotski. Ja, ich hätte gehofft, dass ich die jetzt irgendwie schaffe, ohne dass sie auch nur Wind davon bekommen, dass ich da bin, aber es hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir erhofft habe. Was ist das? Naja. Bringt leider auch nichts. Huch. Okay. Wunderbar. Komm. Hey, Jungs. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Gar nichts Böses von euch. Und noch ein Krankenwagen, ja. Leckt mich am Arsch. So. Er ist durch. Ach so, von hier aus? Okay. Ich hatte ja auch noch irgendwo in der Gegend, hatte ich ja eigentlich auch noch eine Tür gehabt, die ich eigentlich noch mal hätte bepantern müssen. Bepanthen. Reflektierenden Plasmakatapult, kannst du Feinden Schaden zufügen? Ja, stimmt. Ah, da gab's ja auch. Boah, es gibt ja so viele Sachen, ne? Die alle sinnvoll zu nutzen. Aua.